Hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, BA. Viele von euch kennen diese Eingabe garantiert und hören sie auch nun nicht zum ersten Mal. Diese Kombination hört auf den Namen Konami-Code und tauchte vor knapp 34 Jahren zum allerersten Mal auf und ist auch ein echtes Stück Videospielgeschichte. Der Erfinder hinter dem Code war Kazuhisa Hashimoto. Am vergangenen Dienstag, dem 25. Februar 2020, ist Hashimoto im Alter von 61 Jahren verstorben. Mit diesem Video wollen wir ihm ein Stück weit die letzte Ehre erweisen und darauf zurückschauen, welche Geschichte hinter dem wohl bekanntesten Cheatcode der Welt steckt. Alright, dude, film this. Up, up, down, down, left, right, B, A. What is this cheat for? It's for... Call it ambulance! Hashimoto wurde am 15. November 1958 in Japan geboren. Nach seinem Studium heuerte er im Jahr 1981 bei Konami an. Zur damaligen Zeit entwickelte Konami ausschließlich Arcade- und Münzspielautomaten für die erfolgreiche Arcade- und Pachinko-Kultur in Japan. Hashimoto war in dieser Zeit vor allem an der Entwicklung der Platinen für die Automaten beteiligt. Mit der Veröffentlichung des Nintendo Entertainment Systems, im Japan Famicom genannt, begann Konami verstärkt auch mit der Entwicklung auf der neuartigen Heimkonsolentechnik. Konami fokussierte sich vor allem darauf, ihre Arcade-Hits für die Konsole zu portieren. An diesen Portierungsarbeiten war auch Hashimoto beteiligt. Eines der ersten NES-Spiele, an dessen Portierung Hashimoto beteiligt war, war das Sportspiel Hyper Olympic. Viele von euch kennen sicherlich das Franchise eher unter dem Namen Track and Field. Bis heute gilt dieses als Begründer des Genres der Sportspiele und war das erste erfolgreiche Spiel, welches den Geist der Olympischen Spiele in die Arcade-Hallen und Wohnzimmer trug. In typischer Button-Mashing-Manier ging es darum, in verschiedenen Sportdisziplinen möglichst gut abzuschneiden. Dabei gab es zum Beispiel den 100-Meter-Lauf, Weitsprung, Speerwerfen, 110-Meter-Hürdenlauf, Hochsprung und auch noch weitere Sportarten. Ein solches Spiel eignet sich ja eigentlich hervorragend für einen Cheatcode, oder nicht? Ja, aber nein. Den legendären Code entwickelte Hashimoto erst, als er die Arcade-Version von Gradius 1986 auf den NES portieren sollte. Wie bei Arcade-Spielen üblich, war auch Gradius alles andere als leicht. Immerhin sollten die Spieler ja auch dazu animiert werden, immer mehr Geld in die Arcade-Maschine einzuwerfen. Hashimoto war aber damals so genervt von Gradius, dass er nicht wirklich Lust hatte, es zu Testzwecken komplett auf Nintendos Heimkonsole durchzuspielen. Andererseits musste er aber auch natürlich überprüfen, dass der Port reibungslos funktioniert. Also fügte er kurzerhand eine Tastenkombination in den Programmiercode des Spiels ein, die er sich einerseits möglichst leicht merken konnte und ihn andererseits mit sämtlichen im Spiel freischaltbaren Power-Ups ausstattete. So konnte er bei den internen Tests alles im Spiel überprüfen, ohne dass seine Halsschlagader aufgrund der hohen Schwierigkeit zu platzen drohte. Eigentlich wollte Hashimoto den Code auch aus der fertigen Version wieder entfernen, die Betonung liegt hier aber auf dem Wort eigentlich. Gradius wurde mit dem geänderten Programmiercode ausgeliefert. Ob Hashimoto den Code vergessen hatte, es zu kompliziert gewesen wäre, diesen wieder zu entfernen, oder ob es ihm vielleicht auch einfach egal war, ist nicht dokumentiert. Vielleicht dachte er sich aber auch einfach, da kommt doch sicherlich nie jemand drauf. Aber doch, die Fans kamen drauf, und zwar ziemlich schnell. Sie waren aber auch so ehrlich und meldeten den Cheatcode bei Konami. Die Entwickler von Gradius entschieden sich aber, den Code im Spiel zu lassen. Warum? Naja, es wurde befürchtet, dass es zu Bugs und Glitches kommen könnte, wenn das Team ihn wieder aus dem Programmcode entfernen würde. Also beschloss man ihn auch einfach im Spiel zu belassen. Das Risiko, dass die Tastenkombination die Spielerfahrung zerstören würde, wurde auch als gering eingeschätzt. Zwar war sie so leicht, dass man sie sich ohne Probleme merken konnte, aber andererseits war sie auch so zusammengesetzt, dass es sehr unwahrscheinlich war, diese Kombination versehentlich im Spiel einzugeben. Nun hätte dies ja eine einmalige Sache bleiben können, aber die Entwickler von Konami sahen im Code auch eine Chance. Zum einen den treuesten Fans der Firma ein kleines Easter Egg zu servieren und zum anderen spendierte man den Spielen auch ohne viel Aufwand einen Easy Mode. Dies war auch der Grund, warum der Code seinen Weg in eine weitere große Portierung für das Nintendo Entertainment System fand, Contra. Contra war nicht nur unfassbar schwer, es war auch sehr beliebt in den USA und Europa. Der Code war zwar damals schon bekannt, bekam aber eben durch Contra große Popularität. In dieser Zeit bekam er dann auch seinen ersten Namen, Contra Code. Wer die Kombination in Contra eingab, der erhielt 30 zusätzliche Leben. In manchen Magazinen wurde er deswegen auch 30 Lives Code genannt. Okay, drück mal rauf, rauf, runter, runter, links, rechts, B, A, Start. Dann haben wir unbegrenzt Leben.
Der großen Popularität von Contra geschuldet war klar, der Code darf ab sofort in keinem Konami-Spiel mehr fehlen. Vor allem für die Fans des japanischen Publishers, die es damals noch in großen Massen gab, war der Code in einem Konami-Spiel einfach Pflicht. Aus dem Contra-Code wurde so der Konami-Code. Dieser Konami-Code ist heute allerdings eher selten ein echter Cheat-Code, sondern eher ein Easter Egg. Vor allem aber ist er ein Stück Videospielgeschichte. Heutzutage findet man den Konami-Code auch in Spielen von Konami-fremden Spielen, wie zum Beispiel Borderlands, Anno, Anthem und zahlreichen weiteren Games. Auch Non-Gaming-Produkte haben einen Konami-Code eingebaut. Hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, B, A, Start. Super Alexa-Modus. Aktiviert. 10 extra Leben addiert. Speed Level 3 freigeschaltet. Alle Power-Ups verfügbar. Fehlfunktion. Power-Ups haben keine Power. Abbruch. Hashimoto arbeitete übrigens auch in den Folgejahren weiter für Konami. Er war unter anderem Producer der International Superstar Soccer Serie, heute bekannt als Pro Evolution Soccer, und Legend of the Mystical Ninja auf dem Super Nintendo. Dass der Konami-Code irgendwann einmal so riesige Ausmaßen annimmt, hätte der 28-jährige Hashimoto in den 80er Jahren garantiert niemals erwartet. Dass er damit ein Stück Videospielgeschichte schreibt, wohl ebenfalls nicht. In diesem Sinne also, hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, BA und vielen Dank, Kazuhisa Hashimoto.